Herzlich willkommen zu Sport im Osten an diesem Supersport-Samstag im MDR. Wir haben alle Tore, alle Bilder aus Liga 3, also alle, die mitreden wollen über die beste dritte Liga, die es jemals gegeben hat. Die sollten die nächsten 90 Minuten auf dem Sport im Osten-Rasen bleiben. Und auch wenn es sich so anfühlt, als hätte die Saison quasi gerade erst angefangen, fast ein Viertel ist schon wieder vorbei. Und bisher ist es Dynamo Dresden, das äußerst siegessicher durch die Liga fliegt, bisher gar ohne einen einzigen Punkt Verlust, immer mit dabei. Marvin Stefaniak, der beste Torvorbereiter der Liga. Das ist kein Geheimnis. Das haben auch andere längst entdeckt, dass der 20-Jährige eine gute Investition in die Fußballzukunft sein könnte. Der Vertrag bei Dynamo, der läuft zum Saisonende aus. Dann könnte er sogar ablösefrei wechseln. Die DEL 2 läuft seit letzter Woche wieder, eine Saison, die für die Lausitzer Füchse schwierig werden könnte, denn der Kader ist begrenzt und das Minimalziel deshalb heruntergeschraubt, Hauptsache irgendwie die Klasse halten. Aber manchmal kommt es eben anders, denn im ersten Spiel gab es schon einen Sieg und im zweiten haben die Füchse erst in den letzten Sekunden verloren, wohlgemerkt gegen den amtierenden Meister aus Bietigheim. So, und gestern kamen nun die Gäste aus Kaufbeuren und da sollten die drei Punkte natürlich in der Füchseheimat, also in der Lausitz bleiben, wo einer auch wieder zurück ist. Auch die Eislöwen hatten gestern Abend ein Spiel zu Hause und für die Dresdner reichte die reguläre Spielzeit nicht aus. Erst in der Extraschicht, quasi beim Penaltyschießen, wurde das Spiel entschieden. Die Eislöwen gewannen mit 2:1 gegen Bad Nauheim. Und die Eispiraten aus Grimmitschau, die verloren ein eher kurioses Spiel in Rosenheim mit 2:6. Genug Eis für heute, wir erhöhen mal so langsam die Bodentemperatur von weiß jetzt auf grün. 22 Mal getroffen, mal sehen, wie viele da noch dazukommen. Gestern musste Pausen mit den Leipzigern nach Heidenheim und dort trafen sie auf einen anderen Publikumsliebling, Daniel Frahn. Der ehemalige RB-Kapitän war jahrelang das Gesicht der Mannschaft und maßgeblicher auch an den Aufstiegen bis in Liga 2 beteiligt. Nach seiner Ausmusterung bei RB Leipzig ist Frahn seit dieser Saison in Heidenheim, spielte also gestern das erste Mal gegen seinen alten Verein und hat seinen ehemaligen Mitspielern das Wiedersehen kräftig verdorben. RB kam nach dem 1:1 mit nur einem mageren Pünktchen zurück nach Leipzig. Und damit sind wir bei unserem Volltreffer der Woche. Die hartgesottenen Fußballfans werden sich noch erinnern, der erste Gewinner der Saison, das war Lars Fuchs. Und die Torschützen der Woche, die dürfen sich ja dann immer ein Nachwuchsteam oder einen Verein aussuchen, dem sie einen Satz Sport im Osten Trikots schenken. Lars Fuchs hat das getan. Er spendete seine Trikots an die Lebenshilfe in Magdeburg. Hier spielen Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung auch Fußball. Und das richtig gut. Bei der Deutschen Meisterschaft waren sie zuletzt Fünfte und mein Kollege Michael Drevenstedt war in Magdeburg. Wann unter der Woche auch mit Hilfe des Backtors am Ende 3:0 und behielt damit die lupenreine Heimweste. Viermal zu Hause gespielt, viermal gewonnen. Gestern wurde das fünfte Mal auf dem eigenen Grün gespielt und gut gespielt, aber das bisherige heimatliche 100% Weiß bekam am Ende trotzdem den ersten Matschfleck draufgeschmiert von den Gästen aus Aalen, die nach einem 2:1-Sieg als Erste mit Punkten zurück aus Magdeburg fahren. Stefan Schöner. Danke, René. Viel Spaß also heute Abend beim Boxen. Und wir sehen uns morgen wieder 16.30 Uhr Anpfiff für Sport im Osten. Die beste Wahl für einen gelungenen Sonntagnachmittag, wie ich finde. Also bis dahin, machen Sie es gut.